Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Willkommen in Gottes Haus am 14. Sonntag nach Trinitatis. So begrüßt uns heute der Wochenspruch aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie schnell vergessen wir etwas, einen Termin oder einen Namen, ein Wort und auch Gott zu loben. Der Wochenspruch ruft uns ins Gedächtnis, damit wir das Gute, was er uns schenkt, nicht vergessen und ihm danken. Lasst uns beten. Vater, es ist das Geschenk deines Geistes, dass wir zu dir rufen, aber lieber Vater. Allein aus deiner Gnade heißen wir deine Kinder. An deinem Geschenk will ich mich heute freuen und dich in deiner Gemeinde loben. Amen. Wir singen miteinander, du meine Seele singe. Kinder bitte ich nach vorne, die in den Kindergottesdienst gehen möchten. Gott, der Herr, ist unser Schöpfer. Ihm ist nichts unmöglich. Und davon hört ihr heute auch im Kindergottesdienst, dass Gott alles möglich ist. Wer möchte denn die Kerze tragen? Mal heute tragen. Gott, der Herr, sei mit euch und segne euch. Amen. Thank you.
Lasst uns beten mit Worten des Psalms. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zu Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Herr, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie oft vergessen wir im Alltag, dass du, Herr, nach uns fragst. Erschreckt merken wir, dass wir meinen, auch ganz gut ohne dich leben zu können und nichts vermissen. Verzeih uns, Gott, wenn wir nicht an dich denken und vergessen, dir zu danken. Erbarme dich. Kyrie eleison. Christe eleison. Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen. Vater,
Du hast uns schon so viel Gutes getan und schenkst uns weiterhin Gutes, Tag für Tag. Gib uns Augen und ein Herz, das das dankbar wahrnehmen, die dich als Urheber erkennen und dich als Schöpfer preisen ein Leben lang, der du in der Einheit mit deinem Sohn, Jesus Christus, und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Gute, das Gott bewirkt, seine gnädige Führung, ist von uns Menschen nicht immer gleich erkennbar. Davon hören wir in der alttestamentlichen Lesung dieses Sonntags. Ich lese aus dem Alten Testament im 1. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 19. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Halleluja. Thank you.
Das Evangelium ist heute der Predigttext. Ich lese jetzt die Epistel in Römer 8, Vers 14 bis 17. Vom Geist der Kinder Gottes schreibt der Apostel Paulus an die Christinnen und Christen in Rom. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen. Aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Soweit die Lesung. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Thank you.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alles soll sich in dieser Woche darum drehen. So haben wir es im Wochenspruch gehört und so singen wir es ja auch miteinander. Und es ist gut, denke ich, sich das mal bewusst vorzunehmen. Morgens beim Aufstehen, abends beim Schlafengehen und vielleicht findet sich auch zwischendurch kurz mal die Zeit, innezuhalten und Gott Danke zu sagen. Es gibt ja diesen kleinen Tipp, man nimmt eine Handvoll Kieselsteine oder Perlen oder Bohnen oder was auch immer man an kleinem gerade hat, in die eine Hosentasche und für jeden Dank, den man ausspricht oder denkt, wandert dann ein Kieselsteinchen in die andere Hosentasche und am Abend ist dann hoffentlich die andere Hosentasche prall gefüllt. Vielleicht brauchen wir ja solchen kleinen greifbaren Erinnerungen, Hinweise. Wir vergessen nämlich so schnell, Danke zu sagen für das, was Gott uns gibt und uns getan hat und tut. Davon erzählt auch eine kleine Begebenheit mit Jesus. Lukas hat sie als einziger in seinem Evangelium aufbewahrt. Ich lese aus Lukas 17 die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Liebe Gemeinde, in diesem kurzen Halbsatz, sie standen von ferne, da steckt das ganze Elend von diesen 10 Männern drin. Man nannte sie Aussätzige, weil sie leprakrank waren und deshalb ausgesetzt wurden. Jeder hatte Angst, sich bei ihnen anzustecken und deswegen wurden sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und verbannt. Im Buch Levitikus steht eine grundsätzliche Bestimmung zum Verhalten, wenn man Aussätziger ist. Da steht: Er soll zerrissene Kleidung tragen, seine Haare frei herunterhängen lassen und Mund und Kinn verhüllen. Außerdem soll er rufen: Unrein, unrein! Er soll abgesondert wohnen und sich außerhalb des Lagers aufhalten. Im besten Falle gab es noch Familienangehörige, die sich einigermaßen um ihn gekümmert haben, also ihn mit Essen versorgt haben, aber auch das nur so, dass man in großer Entfernung war und irgendwo das Essen abstellte und im schlimmsten Fall waren die Aussätzigen gezwungen, ganz allein zuzusehen, wie sie überleben konnten. Dieser Umgang mit kranken Menschen, der erscheint mir und euch sicher auch unmenschlich und unbarmherzig. Aber die Angst vor Ansteckung kam ja gerade auch bei uns in der Corona-Pandemie wieder hoch. Viele kranke und alte Menschen wurden von ihren Familien isoliert und so manch eine musste alleine sterben, weil die Angehörigen nicht kommen durften.
Und die Auswirkungen für Kinder, die monatelang nicht in die Schule konnten und auch ihre Freunde nicht sehen konnten, ist erst nach und nach die Tragweite sichtbar geworden. Und da ist die Dankbarkeit für so manche Krankenschwester, für so manchen Krankenpfleger, der am Bett sein durfte und zuweilen, so habe ich es gehört, stundenlang sich um den Kranken gekümmert hat. Auch in unserer heutigen Zeit gibt es viele Abwandlungen von Aussatz. Da sind Menschen, die zum Beispiel nicht in das typische Vater-Mutter-Kind-Schema reinpassen, die diese Rolle nicht übernehmen wollen, die die Familie ihnen zudenkt, die sich trennen von ihrem Partner oder die lieber Single bleiben möchten oder die feststellen, ich bin schwul oder lesbisch und ich traue es mich nicht, jemandem zu sagen. Meist wird ja hinter dem Rücken geredet, aber auf jeden Fall Abstand genommen. Jesus, liebe Gemeinde, nimmt keinen Abstand. Er bleibt den 10 Aussätzigen nicht ferne. Und was mich tief an dieser Geschichte berührt, ist, wie selbstverständlich Jesus den aussätzigen Männern, den eigentlich Unberührbaren, seine Zuwendung schenkt. Er fragt sie nichts. Er fragt sie weder nach ihrem Glauben oder danach, ob sie gut oder böse sind. Er fragt sie nicht nach ihrer Nationalität. Er stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, aber wenn ich für euch da sein soll, dann müsst ihr dann auch irgendwas für mich tun. Jesus sieht, dass sie leiden und weiß um ihre Schmerzen, die sie haben, und er fühlt auch, was es für ihre Seele bedeutet. Und er hört, wie sie rufen, lieber Meister, erbarme dich unser. Und Jesus tut, ohne zu zögern, was in seiner Macht steht. Damit könnte dann eigentlich die Geschichte und die Predigt zu Ende sein. Geht hin und handelt ebenso. Es wäre ja ein möglicher Schluss. Aber die Geschichte hat eine überraschende Fortsetzung. Einer der Aussätzigen, der kehrt um. Er lobt Gott mit lauter Stimme. Er fällt Jesus zu Füßen und dankt ihm. Und das war ein Samariter, also der Verächtlichste unter den Verachteten. Und Jesus wundert sich darüber, dass nur einer von den 10 Geheilten zurückgekommen ist. Und zu ihm als Einzigem sagt er, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn ich doch hätte damals dabei sein können, das denke ich bei so mancher Geschichte, die erzählt wird in der Bibel. Geschichten und gerade auch in der Geschichte, da hätte ich mir gewünscht, diese 9 anderen aufzusuchen und zu fragen, warum seid ihr eigentlich nicht umgekehrt, um Jesus zu danken? Ich tue es mal in meiner Fantasie und ich nehme euch dazu gerne mit und frage die 9 Geheilten. Und der Erste gibt mir vielleicht zur Antwort, ich bin meinen armen Eltern, sie sind Fischer am See Genezareth, so viele Jahre als Arbeitskraft ausgefallen. Ich bin ihnen nur eine Last gewesen. Und da war mein allererster Gedanke, als ich gesund geworden bin, zu ihnen zu gehen, um es wenigstens ein bisschen wieder gut zu machen. Der Zweite würde zugeben, ach, ich war froh, einfach wieder gesund zu sein, dass ich nur an mich gedacht habe und an mein unverhofftes Glück. Zu Jesus zurückzukehren und ihm zu danken, das ist mir in dem Moment überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen. Und als ich dann dran gedacht habe, da war Jesus ja schon längst weg. Und einer sagt mit versteinerter Miene, ich war viele, viele Jahre krank und vom Leben ausgeschlossen. Und darüber ist mein Herz bitter geworden. Für Freude und für Dankbarkeit ist in meinem Herzen kein Platz mehr. Und besonders nachdenklich macht mich einer, der erzählt,
Auf dem Weg zurück in mein Dorf, da bin ich anderen Aussätzigen begegnet, die nicht das Glück hatten, geheilt zu werden. Da habe ich mich auf einmal sehr, sehr schlecht gefühlt, dass ich gesund sein darf und die anderen nicht. Sag selbst, ist meine Heilung nicht ungerecht gegenüber den unzähligen anderen, die weiterhin krank bleiben müssen? Haben sie nicht das gleiche Lebensrecht wie ich? Und warum überschüttet Gott willkürlich die einen mit Glück und die anderen lässt er im Elend sitzen? Und drei von den Geheilten wohnen im selben Dorf und stehen mir gemeinsam Rede und Antwort. Ich würde ja mehr danken, wenn es nicht so viel Leid auf der Welt gäbe, beginnt der eine und stellt mir dann die Gegenfrage: Wie kann man, wenn man all das Unglück sieht, frohen Herzens dankbar sein? Viele Jahre bin ich schwer krank gewesen, fährt der andere dann mit resignierter Stimme fort. Und darüber habe ich es verlernt, an einen gütigen Vater im Himmel zu glauben. Es gibt keinen Gott, an den ich meinen Dank richten könnte. Also muss ich auch nicht dankbar sein. Und warum, fährt dann der Dritte fort, sollte Gott sich ausgerechnet um mein armseliges Leben kümmern? Wenn es Gott wirklich gibt, dann verstehe ich nicht, warum er sich gerade um mein Unglück gekümmert hat und nicht um viel wichtigere Probleme in der Welt. Und einer, den ich befrage, der lacht ein wenig spöttisch: Wer sagt mir denn, dass ich nicht sowieso gesund geworden wäre? Dass es gerade nach der Begegnung mit Jesus auf dem Weg zum Tempel passierte, ist doch reiner Zufall. Und der Letzte antwortet mir dann schließlich ein bisschen kleinlaut: Ich bin nicht zu Jesus zurückgekehrt, weil ich befürchtet habe, dass er am Ende etwas von mir haben will, dass ich mein Leben ändern müsste. Und das war mir dann doch zu viel. 9 von den 10 Geheilten haben für sie wichtige und nachvollziehbare Gründe, nicht umzukehren, um Danke zu sagen. Vielleicht tun sie es irgendwann, vielleicht taten sie es ja auch in ihrem Inneren. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus sie verurteilt hat. Ich glaube aber, dass er sich umso mehr gefreut hat über den einen, der umgekehrt ist und ausdrücklich Danke gesagt hat. Warum bist du also zurückgekehrt, frage ich den Samariter zum Schluss. Warum hast du dich bedankt, obwohl keiner der anderen mit dir gegangen ist? Und der Samariter antwortet, dass ich Gott lobe und ihm Dank sage für alles, was er mir geschenkt hat und täglich schenkt, ist etwas sehr Persönliches. Es hängt nicht davon ab, wie viele es noch tun. Auch ich habe schwere Zeiten durchgemacht. Auch für mich war es oft ein Rätsel und ich weiß nicht, wie viele Male ich in der Einsamkeit gelitten und geklagt habe. Warum? Warum ich? Und dennoch habe ich am Glauben festgehalten. Ich vertraue darauf, dass Gott das weiß. Und dieser Glaube macht mich froh und dankbar, weil ich darauf vertraue, dass Gott weiß und ich fühle mich in jeder Situation bei ihm geborgen. Ich weiß, dass er mich auch dann nicht alleine lässt, wenn ich eines Tages meinen letzten Weg gehen werde. Dieser Glaube hat mich getröstet und lässt mich zuversichtlich sein. Und in dem Augenblick, als ich ganz überraschend wieder gesund geworden bin, da war ich erfüllt von Gottes großer Schöpferkraft, dass ich seine Nähe fast körperlich spüren konnte. Eine überwältigende Erfahrung. Und deswegen konnte ich gar nicht anders, als Gott mit lauter Stimme zu loben. Ohne die Begegnung mit Jesus wäre es nicht passiert, davon bin ich überzeugt. Und deswegen habe ich mich aus Dankbarkeit vor seine Füße geworfen. Weißt du, was besonders schön war? Dass Jesus gesagt hat: Stehe auf. Er war auf Augenhöhe mit mir
Ich war angesehen und er gab mir meinen Wert zurück. Und während ich mit euch zurück hier in die Kirche und in die heutige Zeit komme, klingen die Gespräche, die Antworten der Geheilten in mir nach. Wir haben gehört, Jesus schenkt freigebig. Er stellt keine Bedingungen. Niemand, der nicht oder jetzt noch nicht dankbar sein kann, ist ihm weniger lieb. Alle 10 sind von ihrer Krankheit gesund geworden. Aber der Samariter, der umkehrte und seinen Dank auch aussprach, der steht am Ende, denke ich, doch mit mehr da. Innerliche Heilung und äußere Heilung hängen zusammen. Ich möchte mich gern an diese Seite stellen. Wer dankbar ist, hat sein Herz für Gott geöffnet. Wer dankbar ist, der kann getröstet seinen Weg gehen und voller Zuversicht auch die nächsten Schritte tun. Und wer dankbar ist, der weiß sich trotz so mancher Sorgen allzeit geborgen in Gottes Händen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, danke. Heute ganz bewusst und immer wieder. Danke für alles, was du uns im Leben schenkst. Danke für alles, was Menschen bereit sind zu spenden für andere. Hilf uns und segne diese Gaben, damit sie viel Gutes bewirken können. Amen. Thank you.
Wir behalten Fürbitte. Ihr dürft wieder aufstehen. Durch dich, guter Gott, haben wir unser Leben. Du beschenkst uns mit guten Gaben. Wir loben dich und danken dir. Dankbar, dass es uns so gut geht, kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten für alle Menschen, die Schlimmes erlebt haben, die um einen geliebten Menschen trauern, die deine Güte nicht oder noch nicht wahrnehmen können, deren Herz vielleicht hart und bitter geworden ist. Für sie rufen wir gemeinsam: Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Menschen, die Regierungsverantwortung tragen, um Mut zu zukunftsweisenden Entscheidungen. Wir bitten dich dafür, dass sie sehen, was die Menschen brauchen, alltägliche Dinge, die hier im Land schwierig geworden sind. Du kennst alle Herausforderungen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle Menschen, die unter Krieg leiden, die fliehen und ihre Heimat aufgeben mussten. Sei ihnen spürbar nahe. Wir beten für alle, die sich für Deeskalation und Frieden in Gerechtigkeit einsetzen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die unmittelbar an den Folgen des Klimawandels leiden, für Menschen, deren Existenz durch Dürre und Brände, durch Stürme oder Fluten bedroht oder schon verloren ist. Wir denken an die Menschen, die durch das Erdbeben in Marokko gelitten haben und noch leiden. Für sie rufen wir: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Kranken, dass sie deine Nähe spüren und voller Zuversicht bleiben, für alle Sterbenden, dass sie ihren letzten Weg getrost gehen. Für alle Menschen, die sie auf diesem letzten Weg nicht alleine lassen, für sie rufen wir: Herr, erbarme dich. Beten wir in einem Augenblick der Stille für unser eigenes Leben und für unsere Lieben, für alle, die deine Gegenwart, Gott, in allem erkennen und sich deiner liebevollen Gnade anvertrauen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Guten Morgen. Es gibt noch einige Abkündigungen für heute. Also hier, später heute hier in der Kirche, ist der 1.1.30 Gottesdienst. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen und Gesellschaftsspiele. Und heute nach dem Gottesdienst in der Jugendkapelle treffen sich alle Standleiter und auch Interessierten zum Christkindlmarkt Vorbereitungstreffen. Vom 22. bis 25. September, das ist jetzt in 2 Wochen, findet das Go-Camp für junge Erwachsene ab 18 Jahren statt. Und danach, in der Woche danach, vom 27. bis 29. September, finden die Kindertage unter dem Motto Frischer Wind für Grundschulkinder statt. Informationen zu diesen beiden Veranstaltungen bei Julia Bingieser. Wer Losungs- oder Andachtsbücher bestellen möchte, kann sich in eine Liste am Infotisch eintragen. Die heutige Kollekte am Ausgang ist für die Jugendarbeit bestimmt. Herzlichen Dank für eure Gaben. Nun möchte Piet Burta noch etwas sagen. Guten Tag. Es hat dem Hohen Rat gefallen, die Ökologie auf unserem Gelände zu fördern. Dazu haben sie einen Eulenkasten da hinten in einem Baum aufgerichtet. Zusätzlich wollten sie einige Hochsitze aufrichten lassen, um den Eulen einen Sitzplatz zu verschaffen, worauf sie, von wo aus sie die Ratten monitieren können. Ich habe den Auftrag bekommen, das zu machen, aber ich suche jetzt ein paar kräftige junge Kerle, so zwischen 60 und 59, um mir zu kommen, helfen gleich nach dem Tee, um die Löcher zu bohren, wo wir sie reinstecken. Wer bereit ist zu helfen, der melde sich bitte bei mir beim Tee. Und wer Einrede zu erheben hat, der melde sich bei Zeiten und schweige hernach. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht im Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Musik.